Ja, moin! Ich habe gesehen, dass das Video schneller am Tag durch Vorbereitung einige Resonanz erfahren hat, was mich sehr freut. Und habe mir in dem Zusammenhang gedacht, ich habe noch so ein, zwei Knoten in petto und die eignen sich ganz wunderbar für ein Szenario Tarp und Hängematte. Wenn ihr Lust drauf habt, wenn ihr das für euch anwenden könnt oder vielleicht in Zukunft mal ausprobieren möchtet, dann schauen wir uns das jetzt an. Eine Sache, die mir jetzt noch im Nachhinein eingefallen ist, die ich sozusagen nachträglich vorne anschneiden werde, ist, ich zeige euch erst einmal den gesamten Aufbau im Zusammenhang und im Anschluss daran werde ich die einzelnen Knoten nochmal erklären. Also, wenn ihr Fragen zu den Knoten habt und wenn euch die Knoten ganz besonders interessieren, dann schaut euch das Ganze bis zum Ende an. Tarpaufbau für Hängematte. Attacke! Soweit, so gut. Ihr habt gesehen, das ist eine fixe Sache. Jetzt kommt die Hängematte drunter, dafür stelle ich einmal die Kamera um. Die Art und Weise des Aufbaus ist nicht willkürlich gewählt. Ich habe mit Absicht als allererstes das Tarp aufgehangen und dann die Hängematte so drunter aufgebaut, dass sie nicht auf den Boden kommt. Das heißt, wenn man sich immer an diese Aufbauvariante hält und an diese Aufbaureihenfolge, kann man das Ganze so angenehm wie möglich für einen selbst gestalten, wenn es in Strömen regnet. Die Hängematte, also das Bett, das Lager, worin ich liege, wird nicht nass. Und meine ganze Ausrüstung, ich selbst bin auch erstmal vor dem Regen geschützt. Auch wenn ich es jetzt nicht so in einem Schnitt zeigen konnte, weil es ungünstig war mit der Filmerei, glaube ich, nehmt ihr mir doch ab, dass das eine schnelle Sache ist. Wie die Knoten im Einzelnen vorbereitet werden müssen, das will ich euch jetzt zeigen. Die Aufbauvariante unterscheidet sich nicht wesentlich von der Aufbauvariante, die ich schon mal gezeigt habe. Hier gehen wir auf Kopfhöhe mit der Leine um den Baum herum. An dem Ende befindet sich der vorbereitete Palsteg und die Leine, die jetzt hier zum Tarp geht, wird einfach von hinten durch den Palsteg durchgeschoben, dass hier eine Schlaufe entsteht und in diese Schlaufe stecke ich einfach ein Holzstückchen.
Das Ganze wird dann zugezogen und von dem Baum geschoben und so hält es bombenfest. Wenn ich das Ganze lösen möchte, ziehe ich einfach das Holzstöckchen nach unten und schon ist die Leine wieder frei. Der Einfachheit halber benutzen wir denselben Baum. In meinem Rücken ist die Leine bereits fest. Wir gehen auf Kopfhöhe, genau wie auf der anderen Seite auch, um den Baum herum. Führen die Leine nach. Wir ziehen hier auf Spannung und hier in die entgegengesetzte Richtung, dass wir hier schön Zug drauf haben. Um das Ganze jetzt wirklich zu spannen, gehen wir von unten um die Leine herum und wiederholen das Gleiche. Hier das lose Ende, hier das feste Ende und wir spannen, dass wir hier richtig gut Zug drauf kriegen. Jetzt gehen wir in die andere Richtung um den Baum herum. Wir kommen hier und legen das zuletzt um den Baum gelegte von unten um die Firstleine und führen das lose Ende nach. Mit der linken Hand habe ich die beiden Seiten gegriffen, drücke sie zusammen und kann mir jetzt alle Zeit der Welt lassen. Wir führen das lose Ende nach. Nichts ist passiert. Bleibt ganz entspannt. Jetzt nehmen wir das lose Ende und legen es von unten um das zuletzt um den Baum geführte Ende herum. Ich halte die Schlaufe hier fest und ziehe das lose Ende nach. Habe ich die Schlaufe hier nicht festgehalten, sieht das Ganze so aus. Ist auch nicht schlimm. Es hat die Form eines Ws und wenn ich das weiß, ziehe ich einfach das untere Ende nach unten. Und so habe ich die Schlaufe. Jetzt greife ich einmal um mit dem Zeigefinger und halte sozusagen das zuletzt um den Baum geführte, um die Firstleine gelegte so fest nach unten. Das lose Ende wird jetzt einfach dem Zeigefinger entsprechend, wie die Spitze meines Zeigefingers zeigt, von hinten herumgelegt. Und wenn ich das Ende habe, entspanne ich allmählich die linke Hand und ziehe mit der rechten Hand nach unten. Hier mein loses Ende, hier die entstandene Schlaufe und das Ende, unsere Firstleine, ist bombenfest. Fertig ist der Kälberknoten. Die Leine hier ist an dem linken Ende am Tarp fest. Ich lege sie um meinen Spannpunkt herum, bringe das Ganze auf Spannung und lege es jetzt um das Tarp herum. Mit der linken Hand halte ich jetzt sozusagen beide Enden fest und kann in Ruhe arbeiten. Ich lege das lose Ende einmal herum, ein zweites Mal herum und ein drittes Mal herum. Wenn ich es das dritte Mal herumgelegt habe, greife ich zwischen diese beiden und ziehe sozusagen die Schlaufe zurück. Ich habe jetzt sozusagen nur das Schlaufenbündel gepackt und nach oben geschoben, damit das Ganze stramm wird. Der Knoten ist jetzt im Prinzip fertig. Wenn ich das Ganze spannen möchte, fasse ich diese Leine und ziehe den Knoten nach oben. Auf Spannung verrutscht er nicht. Wenn ich das Ganze lösen möchte, entspannen möchte, halte ich dieses Ende und schiebe den Knoten nach unten. Wenn ich jetzt alles abbauen möchte, ziehe ich einfach an dem losen Ende und alles entspannt sich sofort. Ich kann abwickeln. Ich ziehe das Ganze auf Spannung, halte das mit zwei Fingern fest, lege das lose Ende einmal herüber, sodass hier unten eine Schlaufe entsteht. Ja? Jetzt greife ich mir das lose Ende und ziehe es hier zusammen. Wenn ich jetzt an dem Ende ziehe, passiert hier gar nichts mehr. Wenn ich an dem losen Ende ziehe, ist das Ganze wieder gelöst. Und das kann ich auf der anderen Seite genauso machen und damit kriege ich meine Hängematte schön auf Spannung. Damit das Ganze beim nächsten Aufbau wieder so gut funktioniert, müssen wir beim Abbau jetzt schon ein paar Vorbereitungen treffen. Und das ist im Endeffekt nur, die Schnur ordentlich zusammenzulegen. Ihr habt gesehen, der Knoten funktioniert so, dass ich ihn wiederholbar lösen kann. Jetzt wickel ich die Schnur hier über Kreuz auf, so wie man Kopfhörer aufwickeln soll, damit sie sich immer gleich gut abrollen können. Und
Kurz bevor ich am Ende der Schnur bin, höre ich auf. Halte die so vor mich, das Schnurbündel so in der Hand. Habe hier noch ein bisschen Schnur runterhängen und fange an zu wickeln. Einmal, zweimal, dreimal oder fünfmal. Und kurz bevor ich am Ende der Schnur bin, halte ich einmal den Daumen darüber, gehe noch einmal rum und schiebe den sozusagen so in die Öse rein. Das nächste Mal muss ich dann nur hier an der Schnur ziehen und das Ganze bleibt so hängen. Wichtig ist jetzt hier nur eine Sache, dass ich das Ganze mit den Schnüren einmal umschlage. Die Schnüre sind jetzt drin, können sich nicht mehr verheddern. Ich rolle das Ganze stramm nach oben und mache von hier wie gewohnt weiter. So, ich hoffe, ich konnte euch die Knoten einigermaßen verständlich rüberbringen. Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, dann würde ich mich sehr freuen, würdet ihr mich es wissen lassen. Ja, was zu sagen war, ist gesagt. Also, ich verbleibe freundschaftlich. Call to action und Horrido.